Tisha B'Av fällt dieses Jahr auf den Shabbat. Anstatt zu fasten und zu trauern, werden wir uns am Shabbat freuen und genießen, und das Fasten wird auf den Shabbat-Ausgang verschoben. Dies ist eine großartige Gelegenheit für uns, uns der positiven Bedeutung von Tisha B'Av bewusst zu werden, der an diesem schrecklichen Tag verborgen ist. Ja, sogar zu Tisha B'Av gibt es eine versteckte positive Bedeutung. Da kein Böses von oben herabsteigt, ist auch das, was schlecht aussieht, eigentlich der Beginn eines Prozesses, der zu einem höheren Guten führt. Was ist also der Prozess, der mit der Zerstörung des Tempels begann? Während der Zeit des Tempels saß das Volk Israel in seinem Land, es gab ein spirituelles Aufblühen, es gab jedoch immer noch Probleme, Leid und Sorgen in der Welt. Die Welt war noch keine korrigierte Welt. An Tisha B'Av, sagen unsere Weisen, wurde der Mashiach geboren. Das Ziel ist, die Welt so zu gestalten, dass sie voller Gutem und Spirituellem ist. Eine Welt ohne Sorgen und ohne Leid. Dies geschieht durch unsere Mitzvot, gute Taten und Standhaftigkeit, auch in den schweren Zeiten des Exils. Die Gemara erzählt, dass Rabbi Akiva in der schwierigen Zeit nach der Zerstörung mit seinen Freunden in Jerusalem ging und einen Fuchs aus dem Allerheiligsten, Kodesh HaKodashim, kommen sah. Die Freunde weinten und Rabbi Akiva lachte. Seine Freunde fragten ihn, worüber er angesichts eines so traurigen Anblicks lache. Er erklärte ihnen, dass er nun, da er sehe, dass sich die Prophezeiung über die Vernichtung erfülle, zweifelsfrei sicher sei, dass sich auch die Prophezeiung der Erlösung erfüllen werde. Dieses Jahr an Tisha B'Av können wir alle wie Rabbi Akiva lachen und uns daran erinnern, dass der Mashiach tatsächlich näher denn je zuvor ist. Shabbat Shalom.